Die Verteidigung des Friedens ist identisch mit der Verteidigung der Kultur. Mit den Worten von Arnold Zweig, herzlich willkommen zum Programm von Kultur MD. Im Ergebnis der Teilnahme des Polizeireviers Magdeburg am länderübergreifenden Aktionstag zum Thema Ablenkung kann ein positives Fazit gezogen werden. 54 Beamte waren allein in Magdeburg im Einsatz eingebunden. An 6 stationären Kontrollstellen im gesamten Stadtgebiet wurden Verkehrsteilnehmer mit dem Fokus auf die Thematik Ablenkung kontrolliert und in Gesprächen über die damit verbundenen Risiken aufgeklärt. Im Bereich Hasselbachplatz verteilten darüber hinaus Regionalbereichsbeamte Flyer, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. Auch zivile Funkstreifenwagen kamen zum Einsatz, um themenbezogene mobile Kontrollen durchzuführen. Insgesamt sind 241 Pkw, 22 Lkw, 253 Radfahrer und 6 Fußgänger kontrolliert worden. Dabei wurden 31 Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung von Mobiltelefonen festgestellt. Darüber hinaus registrierten die Beamten 193 weitere Verstöße, unter anderem Gurtpflicht und Geschwindigkeit. Der Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigte sich einsichtig und reagierte positiv auf die zum Thema Ablenkung geführten Aufklärungsgespräche. Deutschlandweit beteiligten sich an der Aktion 11.222 Einsatzkräfte. Dabei kontrollierten sie insgesamt 137.000 Verkehrsteilnehmer. Als Ergebnis wurden 10.184 Handyverstöße festgestellt und ca. 20.000 weitere verkehrsrechtliche Verstöße sanktioniert. Über 30.000 Menschen wurden in persönlichen Gesprächen über die Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr aufgeklärt. Innenministerkonferenzvorsitzender Holger Stahlknecht sagte dazu, die Aktion war ein voller Erfolg. Ziel war und ist es, alle Verkehrsteilnehmer für die Gefahren im Straßenverkehr, die durch Ablenkung entstehen, zu sensibilisieren. Das betrifft Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen. Die Ergebnisse der Kontrollen zeigen, dass das Thema Ablenkung und die daraus resultierenden Risiken im Straßenverkehr nicht bei allen Verkehrsteilnehmern angekommen sind. Insofern ist es richtig, mit Kontrolldruck einerseits, aber auch mit aufklärenden Maßnahmen andererseits zu reagieren, um Unfälle zu vermeiden, Risiken zu minimieren und dadurch ein Mehr an Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Der erste Unimog der neuen Generation mit Doppelkabine und Umrüstung zum Zwei-Wege-Fahrzeug wurde jetzt auf der Messe InnoTrans in Berlin an die Magdeburger Verkehrsbetriebe übergeben. Der neue Unimog wird dank modernster Ausstattung und Technik die Einsatzzeiten verkürzen und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter verbessern, freut sich Birgit Münster-Rendel. Der als Einsatzfahrzeug für städtische Verkehrsbetriebe konzipierte Unimog U423 verfügt über eine Zago-Drehschemel-Schienenführung für sehr enge Kurvenradien, eine Doppelkabine mit Platz für bis zu 7 Personen sowie einen Kofferaufbau zum Mitführen hydraulischer Aufgleisgeräte. Der Unimog kann im Notfall auch eine Straßenbahn abschleppen oder Rangierarbeiten im Depot übernehmen. Die sogenannte Kohlekommission des Bundes tagte dieser Tage in Halle an der Saale, um sich über die Bedeutung der Braunkohle im mitteldeutschen Revier ein Bild zu machen. Der Braunkohleausstieg ist Voraussetzung für wirksamen Klimaschutz. Wer an der Braunkohle festhält, riskiert einen Strukturbruch, warnt Dorothea Freder-King, energiepolitische Sprecherin der Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Koalitionsvertrag mache klar, dass der Braunkohleausstieg in Sachsen-Anhalt spätestens bis zum Jahr 2035 abgeschlossen sein soll. Es ist Zeit genug, den Braunkohleausstieg schrittweise planbar und sozialverträglich umzusetzen. Die Klimakatastrophe bedroht die Existenz der Menschen. Die Kohlekommission müsse den Fahrplan für den Kohleausstieg daran orientieren, fordert Freder-King. In Sachsen-Anhalt gibt es weniger als 2000 direkte Beschäftigte in der energetischen Braunkohlenutzung. Es gäbe bereits gute Alternativen, um hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu zählten der Bereich der erneuerbaren Energien, die Energiespeichertechniken. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe. Am 23. September zwischen 21.15 Uhr und 22.58 Uhr verwüsteten Fußballfans auf der Bahnrückfahrt von Paderborn nach Magdeburg einen Wagen des Harz-Elbe-Express.
Es sollte jedoch nicht nur bei zahllosen Beschmierungen und grober Verunreinigung bleiben. Die bisher Unbekannten brachen auch einen Catering-Schrank auf, der sich in dem Abteil befand und in dem unter anderem Getränke lagerten und stahlen dessen Inhalt. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Täter wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Sachbeschädigung und wegen des Verunreinigens von Bahnanlagen. Sachdienliche Hinweise zur weiteren Aufklärung nimmt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter 0391 56549 3x5 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Genutzt werden kann weiterhin die kostenfreie Bundespolizei-Hotline 0800 6 3x8 3x0 oder das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage. Das war's für heute. Besuchen Sie uns auch mal im Internet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gönnen Sie sich am 3. Oktober eine kleine Pause. Machen Sie es gut.